Ich hasse Imps wirklich. Das hängt mit einer ganz tollen Eigenschaft zusammen, die sie im Laufe dieses Spiels zu entwickeln pflegen. Ich habe einen Stufenaufstieg. Dankeschön. Was mache ich? So, und jetzt kann ich Barnabus Ring anlegen, nicht wahr? Oh ja. Wer plus 6 zu Magierüstungswert, plus plus 1 zu Verwirrung. Plus 6 zu Magierüstungswert. Nee, ich lasse das so. Ich glaube, das war ganz gut. Ja, definitiv. Ach ja, und Fertigkeitspunkt habe ich auch noch. Kann ich den Dämon? Ja, danke. So, jetzt ist er nicht mehr auf Stufe, 20, sondern auf Stufe 23. Und er ist jetzt für 200 Sekunden bei uns. Kostet dafür jetzt aber auch 110 Sekunden. Aber das 110 Mal. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich meine, ihr seht es doch. So. Schön. Hier noch irgendwo was? Oh ja, hier geht's nämlich runter. Ich glaube, nach oben hin kann ich nicht. Ah ne, die würde bloß den Aufzug zurückholen, der Hebel. Wenn er denn jetzt irgendwo ist, wo wir gerade nicht sind. So, okay. Dämon beschwören und weiter geht's. In die nächste Gegnergruppe. Juhu. Noch nicht. Die Gegnermassen, die zu dieser Zeitpunkt des Spiels, das ist unglaublich. Und so nervig. Ich meine, ihr seht es ja selber. Ich habe wieder meine Kreatur zurückgerufen. Super. Da ist übrigens ein Beobachter. Ich weiß nicht, ob es der Beobachter ist, den wir besiegen müssen. Ich glaube, der war blau nämlich. Also von der Farbe her blau, nicht vom Zustand. Und ich sterbe, merke ich gerade. Nein. Du tötest mich nicht. Stufe 27. Oh ja, 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 oh ja, oh ja. Stufe 27. Der gibt uns bestimmt massig Erfahrungspunkte. Aus dem Grund werde ich auch versuchen, ihn zu besiegen. Denn sollte ich das schaffen, dann habe ich es drauf. Jo, der wird erstmal geheilt. Bedeutet, ich mach erstmal den Schaman kaputt. Ich kann nicht. Ich versuche es zumindest. Kann in diesem Fall natürlich wie immer für nichts bürgen. Noch nicht. Na kommt schon. Ich kann nicht. So, wer lebt denn jetzt noch alles? Der Imp-Schaman, okay. Ich kann nicht. Speichern und wir versuchen es einfach mal gegen den Beobachter. Was kann da denn schon schief gehen? Hust. Oh, zum Beispiel das. Das ist einfach mal ein Zauber wirkt, der mich auf einen Schlag tötet. Obwohl er eigentlich Schaden über Zeitraum macht, dieser Zauber. Bedeutet, ein einziger dieser Zeiträume, von den vielen Zeiträumen, die der Zauber hat, tötet mich bereits. Dann will mich der ganze Zauber wahrscheinlich mehrere Male töten. Oh, warte, ich kann... Na, warte. Aber den kann ich auch. Aber du offensichtlich auch. Aber ich bin zum Glück rechtzeitig rausgekommen. Und nochmal schnell speichern. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Das ist aber nicht so cool. Meine beiden Diener sind auch gleich tot.
Haltet noch ein bisschen aus. Noch ein bisschen. Dann haben wir ihn. Wow, weniger Erfahrungspunkte, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Aber nein, das war definitiv nicht der Beobachter, den wir für unsere Quest besiegen mussten. Darf ich hier raus? Danke. Weil der ist wirklich noch in dem tieferen Geschoss dieser Mine. Ist da hinten was Böses? Nein! Da sind nur drei Sockel, die von denen ich nicht weiß, was sie machen. Hey, Schlösserknacker hat mal funktioniert. Coole Sache. Wartet mal. Nee. Ich dachte, mit dem Zauber könnte ich die Fässer hier zerstören, aber... Nein, leider nicht. Leider war das nicht möglich. Was machen diese Sockel denn? Okay, offensichtlich kann ich momentan noch nichts mit denen machen. Dann hat das was mit der Quest zu tun, die wir erst später bekommen. Lala. Da ist doch was. Genau, ne, Gingseng. Für meine Sammlung. Cool, brauchen wir für die Tränkezubereitung. Und weiter nach unten. Ich glaube, das wäre dann auch das tiefste Geschoss. Oh ja, hallo. Ich kann nicht. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn nicht, fände ich das schade. So, und ich besiege die da hinten jetzt so lange mit Fernzaubern, bis ich nicht mehr kann. Und dann gehe ich hoch und heile mich. Und dann komme ich hier wieder runter. Ich kann nicht. Noch nicht. Ich kann nicht. Einen von denen habe ich besiegt und jetzt lasse ich mich ganz einfach hochfahren. Ist nicht nett, aber die sind auch nicht nett. Na, Kreatur. Mana-Trank. Damit heile ich mich erstmal. Und beschwört... Was? Kommt schon. Wollt ihr mich verarschen? Ich bitte euch. Pinkel mich bitte nicht an. Und dann beschwöre ich damit noch meinen Dämon. Und jetzt geht's ab. Nicht nach oben, sondern nach unten, bitte. So. Ja, danke, dass ihr mich durch die Decke angreifen könnt. Voll nett und fair auch. Wow, da war nur noch einer. Da hat der Mana dran gedacht. Ach genau, guckt mal. Blau, rot, schwarz. Ich glaube, es hat was mit zu tun mit der Reihenfolge, in der wir die jetzt... Oh, einen Malachit. Geil, geil, geil. Wir haben einen Malachit gefunden. Und zwar wirklich, nicht nur Malachit-Erz. Blau, Rot, Schwarz war das, ne? Genau. Ich glaube, in denen steht nichts drin. Ich glaube, das sind Questgegenstände. Ja. Wir müssen die jetzt nämlich wieder in der richtigen Reihenfolge oben einsetzen. Nämlich, warte, wo war das denn? Genau, da hinten. Am anderen Ende der Höhle. Rot, blau. Na? Blau. Dann kommt hier rot hin. Und hier das schwarze. Ne, war das nicht so toll. Wollt ihr ein Buch auf diesen Sockel legen? Schwarz. Nur zu. Wollt ihr ein Buch auf diesen Sockel? Nur zu. Wollt ihr ein Buch auf diesen... Nur zu. Leute. Das war doch so.
Wollt ihr ein Buch auf diesen Sockel, wie ihr wünscht? Auf den kam definitiv das Schwarze. Dann kam hier entweder das Blaue. Wollt ihr ein Buch auf die Suche zu? Oder das Rote. Okay, dann kam hier vielleicht das Blaue und hier das Rote. Dann kommt hier jetzt ein Buch auf diesen Sockel zu. Rote hin. Wollt ihr ein Buch auf die Suche zu? Und hier das. Sag mal, wollt ihr mich denn. Ein Buch auf diesen Sockel. Wie ihr. Hallo. Ihr habt bereits ein Buch auf wie ihr. Och Mann. Dann vielleicht spiegelverkehrt. Ein Buch auf nur zu. Wollt ich hätte vielleicht auf dieses wie ihr. Waren unten auch Kerzen. Wenn unten, dann hat's nämlich was mit der mit der Ausrichtung der Kerzen zu tun. Die Reihenfolge war rot, blau, nee, blau, rot, schwarz, meine ich. Okay. Normal, groß, klein. Also die Anzahl der Kerzen. Bedeutet, ich mache mir das mal eben auf. Rot, blau und eins war auf jeden Fall schwarz. Und dementsprechend werde ich es jetzt versuchen. So. Muss doch möglich sein, meine Güte. Das ist doch jetzt nicht so schwer. Und dann kommt, glaube ich, auch schon der Goblin-Beobachter. Der im Gegensatz zu allen anderen Beobachtern, die wir bis jetzt kennengelernt haben, blau ist von der Farbe und nicht orange. Oder so gelb. So. Hier kommt das schwarze Buch hin. Wollt ihr ein Buch auf nur zu? Dann kommt hier entweder das blau oder das rot hin. Wollt ihr ein Buch auf nur zu? Ah, wunderbar. So war es richtig. Und wir kriegen eine... Was? Leute. Was ist denn hier los? Würde ich ganz gerne wissen. So, da komme ich nach dahin. So, was ist, wenn ich jetzt noch einen nach unten fahre? Wo geht's denn dann hin? Geht's nur nach da. Hier geht's nirgendwo weiter. Aber in dieser Mine ist... Warte, wo ist denn hier nochmal der Tagebucheintrag von dem Typen? Da. Genau. Dass ein Anführer der Imps mit seinen Männern eine alte Mine angegriffen hat. Und das muss diese Mine hier sein. Definitiv. Oder? Okay, hier steht jetzt kein Name, aber... Das war sie. Definitiv. Oder geht's hier noch tiefer? Nein, tiefer geht's natürlich nicht rein. Na. Muss ich denn vielleicht hier oben irgendwo noch was machen? Ja, das könnte sein. Ah, natürlich. Ich bin von da gekommen und hier geht's natürlich noch weiter. Okay. Ja, und da sind natürlich auch schon die bösen Buben. Zack. Und sterbt. Ihr habt keine Chance gegen mich. Niemals. So, erstmal der Schamane. Erstmal der Schamane, weil der macht mir den meisten Schaden. Ich kann nicht. So. Ich kann nicht. Jetzt du. Und dann, du bist, glaube ich, der Letzte von dieser Gruppe schon, ne? Ja, ich denke schon. Hier ist aber so sonst nichts mehr. Gut. Da ist noch eine Gegnergruppe. Oh Gott. Seid doch fair. Und sterbt alle. Noch nicht. Bitte. Obwohl, das geht jetzt eigentlich. Das sind bloß Waldläufer und Krieger. Also keine, die jetzt irgendwie Magie anwenden oder so.
Das geht alles noch. Das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Ich kann nicht. So. Meine Diener machen ja auch vieles. Noch nicht. So, komm, du bist tot. Das hat bestimmt weh. Das glaube ich auch, dass das ziemlich weh getan hat. Okay. Das ist dann auch der letzte von dieser Gruppe. Oh Gott, dahin geht's noch... Oh Gott, wie weit geht das hier denn noch rein? Und das Flüsterholz. Flüsterholz? Ja, ich glaube schon. Flüsterholz steht da ja auch. Ich glaube, hier beende ich dann die Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis wieder. Bis dann. Tschüss.